Hallo, ich heiße Tamara Danz und bin das Frontschwein von Cindy. Das war eine Band, die musikalisch zu der Zeit nicht ganz meinem Geschmack entsprochen haben. Und die haben halt so lustige Mucke gemacht, so ein bisschen Reggae-Einflüsse mit bei, Tanz keiner Boogie und so weiter. Album Mon Clamotte, von dem keiner erwartet hätte, dass es so erfolgreich wird, wie es geworden ist, ist in einer Euphorie auch entstanden. Ja. Bataillon d'Amour, die Amiga Rock LP 86. Sie ist die Rocksängerin 1986, Tamara Danz, wiederum von Cilly. Im Tonstudio von Peter Maffay, die Gruppe Cilly mit Sängerin Tamara Danz aus Ost-Berlin. Eine, die jetzt noch einmal von vorne anfängt, nachdem sie in Ostdeutschland bereits eine Kultfigur war. Man hat sich so nach oben gerappelt, vom Mr. Nobody bis eben zu dem, der auf der Straße angequatscht worden ist. Und da hat man sich gesagt, jetzt musst du textlich, inhaltlich irgendwas machen, was irgendeine Art Solidarität herstellt. Früher fürchtete sie die Zensur. Ist sie nun frei in ihrer Kunst? Da wird angesagt, das ist eben unkommerziell. Und wo eben kein Geld mit zu verdienen ist, das sollte man dann auch nicht machen. Und das ist im Grunde dasselbe unterm Strich. Die Gruppe kommt aus Ost-Berlin. Bands aus ganz Deutschland sind da heute hier in Frankfurt. Auch Cilly! Vor ihrem Tod, das weiß ich nicht mehr, so in der Dreh, da saßen wir in Münchenhofe zusammen, sie Berlinerte wie immer und dann waren die anderen irgendwie gerade im Haus drin, wir saßen alleine im Garten, dann sagte sie zu mir, Jackie, versprich mir, dass ihr weiter Musik macht, und das war sozusagen mal die letzte Begegnung mit Tamara. Gib mir Asyl hier im Paradies.